Was läuft wirklich zwischen Cristiano Ronaldo und dem FC Bayern? Und welche neuen Stürmer sind dein Thema beim BVB? Das und mehr in den Transfer-News von Kick11 und Fußballtransfers. Der Poker um Matisse Tell ist offiziell beendet. Mit dem 4. Angebot konnte der FC Bayern den französischen Erstligisten Stade Rennes endgültig überzeugen. Tell hat in München einen Vertrag bis 2025 unterschrieben. Der 17-Jährige wird noch länger unterschreiben, sobald er volljährig wird. Nach Infos von Fußballtransfers fließt eine Sockelablöse von über 20 Millionen Euro. Inklusive Boni könnten bis zu 40 Millionen fällig werden. Einsetzbar ist der Rechtsfuß im Sturmzentrum, auf der 10 und auf den offensiven Außenbahnen. In der letzten Saison wurde Tell bei 10 Profispielen für Rennes eingewechselt. Auf sein erstes Tor im Herrenbereich wartet er noch. Bei den Bayern soll ihm das gelingen. Auch der Transfer von Nordi Mukiele zu PSG ist jetzt unter Dach und Fach. Der Rechtsverteidiger verlässt RB Leipzig ein Jahr vor Vertragsende. Beim französischen Meister hat der Rechtsverteidiger einen bis 2027 gültigen Vertrag unterzeichnet. Die Ablöse beträgt 15 Millionen Euro. Bei PSG ist Mukiele als Backup und Konkurrent für Achraf Hakimi auf der rechten Defensivseite eingeplant. Mukiele kann aber auch in der Innenverteidigung zum Einsatz kommen. Für Leipzig hat der 24-Jährige in 4 Jahren insgesamt 145 Pflichtspiele gemacht. Jetzt trennen sich die Wege. PSG hat damit aber noch lange nicht genug. Der Club will nach Mukiele jetzt die nächsten Neuzugänge unter Vertrag nehmen. Ganz oben auf der Liste steht der Name Milan Skriniar. Der 27-Jährige soll von Inter Mailand kommen und die zentrale Abwehr verstärken. Die Italiener machen es PSG aber schwer. Denn eigentlich würde Inter den bis nächsten Sommer laufenden Vertrag gerne verlängern. Der Slowake sieht seine Zukunft aber eher in Paris. Die Franzosen haben also gute Chancen, dass Skriniar am Ende im Prinzenpark landet. Billig wird dieser Deal aber nicht. Die Ablöseforderung aus Mailand liegt bei stolzen 70 Millionen Euro. Und das ein Jahr vor Vertragsende. Ob sich PSG darauf einlassen wird? Sein ganzes Pulver will der Club für den Skriniar-Deal nicht verschießen. Denn auch fürs Mittelfeld soll noch mindestens ein Neuer kommen. Wunschspieler Nummer 1 ist nach Infos von Fußballtransfers Renato Sanchez. Der ehemalige Bayern-Spieler will den OSC Lille in diesem Sommer verlassen. Neben PSG bemüht sich auch der AC Mailand intensiv um Sanchez. Der Portugiese will aber am liebsten nach Paris. Für 15 Millionen Euro könnte PSG den Zuschlag bekommen. Bislang wollte der Club aus der Hauptstadt nur 10 Millionen auf den Tisch legen. Jetzt soll noch einmal mit Lille verhandelt werden. Die Chancen stehen gut, dass beide Vereine sich bald einigen. Dann kann sich Sanchez seinen Traum von Paris erfüllen. Auch Timo Werner denkt intensiv über einen Wechsel nach. Der 26-Jährige befindet sich in einer schwierigen Situation. Beim FC Chelsea ist die Geduld langsam am Ende. Viele im Club glauben nicht mehr, dass der Knoten beim Angreifer endgültig platzt. Gleichzeitig zeigen mehrere Clubs Interesse an Werner. Nach Informationen der Sportbild gehört Newcastle United zum Kreis der Interessenten. Im letzten Herbst haben sich die Magpies schon nach der Möglichkeit einer Verpflichtung erkundigt. Seitdem ist der Kontakt nicht abgerissen. Werner selbst träumt von einer Rückkehr zu RB Leipzig. Der Nationalspieler kann sich aber auch einen Wechsel zu Juventus vorstellen. Die Bianconeri sind interessiert. Werners Vertrag bei Chelsea läuft noch bis 2025. Bei den Blues kassiert er 20 Millionen Euro pro Jahr. Es könnte schwierig werden, einen Verein zu finden, der das hohe Gehalt weiterzahlt. Auf Vereinssuche ist auch Cristiano Ronaldo. Und die Gerüchte um einen Wechsel zum FC Bayern nehmen kein Ende. Dabei haben Hasan Salihamidzic und Oliver Kahn schon mehrfach gesagt, dass ein Transfer von CR7 für die Bayern kein Thema ist. Aber sagen die Bosse damit auch die ganze Wahrheit? Fakt ist, Ronaldo würde gerne nach München wechseln. Berater Jorge Mendes hat ihn schon mindestens zweimal beim deutschen Meister angeboten. Mit Manchester United in der Europa League anzutreten, reizt den 37-Jährigen überhaupt nicht. Bei den Bayern könnte er Champions League spielen, eine neue Liga kennenlernen und das Erbe von Robert Lewandowski antreten. Und Kahn hat jetzt auch zugegeben, dass sich die Bayern durchaus mit CR7 beschäftigt haben. Der Vorstandsvorsitzende sagt gegenüber der Sportbild, wir haben das Thema diskutiert, sonst würden wir unseren Job nicht gut machen. Komplett ausgeschlossen wurde der Transfer bei den Bayern also nicht. Das Ergebnis der Diskussion in München war dann aber eindeutig. Kahn sagt klipp und klar, ich persönlich finde, dass Cristiano Ronaldo einer der größten Fußballer ist, die es jemals auf diesem Planeten gab. Aber wir kamen zu dem Schluss, dass er bei aller Wertschätzung von uns in der aktuellen Situation nicht zu unserer Philosophie gepasst hätte. Damit dürfte das Thema für diesen Sommer endgültig vom Tisch sein. Die Suche nach einem neuen Stürmer beschäftigt auch Borussia Dortmund. Eine Option für den BVB ist jetzt auch Anthony Modest. Wie die Sportbild berichtet, wurde der Torjäger vom 1. FC Köln in Dortmund angeboten. Köln fordert rund 3 Millionen Euro Ablöse. Der Vertrag des 34-Jährigen läuft in einem Jahr aus.
Modest hat zuletzt öffentlich mit einem Wechsel geliebäugelt. Für den BVB scheint der Franzose aber keine ernsthafte Option zu sein. Der Grund dafür ist, dass Modest einen Zweijahresvertrag will. Das kommt für die Dortmunder nicht in Frage. Auch Köln will mit Modest nur um ein Jahr verlängern. Das ist ein Grund, warum es zuletzt Stress mit dem FC gab. Neben Modest hat der BVB aber noch viele andere Kandidaten. Einer davon ist Marcus Thuram. Der Sportbild zufolge gab es losen Kontakt zur Beraterseite des Offensivspielers von Borussia Mönchengladbach. Für den 24-Jährigen müsste der BVB über 10 Millionen Euro Ablöse zahlen. Konkurrenz für die Borussia gibt es dabei weiterhin vom OGC Nizza. Nach Infos von Sky beschäftigt sich der BVB auch mit Mauro Icardi, Christoph Piontek, Edin Dzeko und mit John Córdoba. Auch Arkadio Schmielik von Olympique Marseille und die vereinslosen Edinson Cavani und Andrea Belotti sind im Gespräch beim BVB. Alles hängt jetzt an der Frage, wie es bei Alea weitergeht. Der BVB könnte noch einmal gezwungen sein, auf dem Transfermarkt tätig zu werden. Noch immer ist unklar, wie lange der Ivora ausfallen wird. Auf Torejagd gehen will bald auch wieder Diego Costa. Der 33-Jährige könnte seine 6-monatige Suche nach einem neuen Club in Kürze abschließen. Laut dem spanischen Journalisten Matteo Moreto verhandelt Rayo Vallecano mit dem Stürmer. Eine Einigung ist in greifbarer Nähe. Costa winkt beim Madrider Vorstadtclub einen Einjahresvertrag. Für Vallecano ist der spanische Nationalspieler bereits während einer Rückrundenleihe in der Saison 2011-2012 auf Torejagd gegangen. Der Rechtsfuß ist seit dem 7. Januar ohne Verein. Damals wurde sein Vertrag beim brasilianischen Club Atlético Mineiro aufgelöst. Das waren unsere Transfer-News für heute. Alle anderen wichtigen News vom Transfermarkt findet ihr auf fußballtransfers.com oder in der kostenlosen App. Da könnt ihr euren Lieblingsverein abonnieren und dann gibt's alle wichtigen Transfers in Echtzeit aufs Handy.